Unreal Engine. Funcom. First, they took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, Exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Dunkle Grüße und willkommen zu Conan Exiles. Zusammen mit Samira Luna. Hallo. Die da, nämlich in deinem Hintergrund da. Ja, Conan Exiles, ein Survival-artiges Irgendwas-Dingens, gibt's schon eine ganze Weile im Early Access. Jetzt kam es richtig raus und ich wollte das irgendwie spielen. Ich hatte es vorher nicht auf dem Schirm, aber auf einmal war es mir von Steam angezeigt und ich wurde neugierig und hab Bock darauf. Und ich habe dann Samira gesagt, mach gefälligst mit, ich habe da keinen Bock, das allein zu machen, jetzt fangen wir mal an. So, mal sehen. Wir hatten das Ganze schon mal aufgenommen gehabt anfangs, aber irgendwie hat dann Dextry überhaupt nichts aufgenommen und das war natürlich super gut. Das müssen wir einfach alles von vorne machen, das war nicht viel, aber trotzdem. So, ich wähle einen Semeria, beim letzten Mal glaube ich auch gemacht. Und ganz wichtige Info für die, die es interessiert, und bestimmt alle von euch, also 100%, 110% sogar wahrscheinlich, nehme ich an, das Ganze hier könnt ihr diesmal tatsächlich sogar aus zwei Perspektiven sehen. Genau. Denn, so wie es scheint, nimmt Samira auch auf. Ui. Ja, weil bei anderen Spielen fand ich es immer schade, dass man meine Abstürze nicht sehen kann und man sich nur wundert, warum ich immer rumschreie. Genau, und jetzt wissen wir, warum sie schreit. Ist doch toll. Zack. Entsprechende Links werde ich dann in die Videobeschreibung packen, notfalls. Und jetzt suche ich mir eine Religion aus. Und ich nehme nochmal hier Spezialisten. Nein, nicht, das ist doof. Wo war er denn? Was war's nochmal? Ach ja, normal. Ich nehme natürlich wieder die Spezialisierung auf Fruchtbarkeit und Tod. Die doppelgesichtige Göttin. Stimme nehme ich eine kräftige. Ja. Kopfoptionen. Da fand ich mal so ganz merkwürdig. Man kann das Gesicht verändern irgendwie, aber es passiert nichts. Oh doch, jetzt sehe ich die Stirn verändern sich ein bisschen. Ah, das ist das Ding. Ich kann auch gar nichts machen. Ich muss auf dich warten. Ja, Samira ist jetzt gezwungen zu warten, bis sie mir joinen kann, bis ich mit einem fertig bin. Das ist irgendwie ein bisschen ätzend, aber so ist es leider. Zack. Ich weiß gar nicht, ob ich noch auswählen kann. Ich glaube, ich kriege eigentlich irgendwas geschrieben, ne? Nee, du kannst auswählen. Ganz super, das hat ja auch geklappt. So. Ich würde sagen, das sind die Augenbrauen. Okay, Gesichtsbehaarung, zack, 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 weiß ich auch schon zum Glück. Das, was mir am nächsten kommt. Bitte was? Ja, genau. So, eine fette Kriegsbemalung gibt es noch hier. So, zack. Weil wir ja total sind. So, jetzt hat man hier diese ganzen Sachen, die ganzen Schieberegler, die irgendwie alles und nichts machen. Aber ich denke, ich kann es im Prinzip alles so lassen. Weil es nicht viel verändert und ich an sich mit dem Gesicht sehr zufrieden bin. Man das Gesicht wahrscheinlich im Spiel nie wieder sehen wird nachher, wie es jetzt im Spiel so ist, ne? Da fällt mir auf. Naja doch, diesmal sieht man dich schon. Ja, von hinten. Aus meiner Perspektive?
Ach so, meinst du. Ja gut, das kann sein. Ja. Aber ich habe meine Haare vergessen, siehst du? Ich muss andere Haare nehmen, so die hier. Die sind mächtiger. Mutter mal meine Gesichtsdetails angucken hier. Das geht ja so nicht. Ich habe eigentlich ein ziemliches Milchbubi-Gesicht jetzt ohne die Stirnfalten, aber gut. Ich habe ja einen Bart, deswegen ist das nicht so schlimm. Wenn ich jetzt noch keinen Bart hätte, wäre ich dieses typische Bild. Man rasiert sich, ist halb böse, grummelig und dann zack, Kindergesicht ohne Bart. Aber, das geht ja hier. So, blablabla, Augengröße, bisschen kleiner. Fieser Winkel für die Augen ist auch klar, der Rest bleibt. Augenfarbe, zack. Körpermerkmale. Das ist hier eine ganz... Oh, ich kann meine Größe auch noch einstellen, sehe ich gerade. Ist das neu? Mit dem Update? Beim letzten Mal? Samir kann es natürlich jetzt schlecht beurteilen, aber... Beim letzten Mal, glaube ich, konnte ich das nicht einstellen. Der Erregter scheint neu zu sein. Es gab jetzt nämlich ein Update kurz bevor gestartet, das Spiel offenbar. Naja. Da mache ich mich mal so. Nicht riesig, aber sehr groß. Wie es ja auch in Natura ist. So. Jetzt die tolle Sache. Nacktheit, ne? Also... Müsste man ja eigentlich, also wenn man jetzt ja, auf voll geht, sieht man hier Details. Bei Samira sieht man da andere Details und die kann man entsprechend in der Größe verstellen. Aber das werde ich jetzt mal einfach außen vor lassen und dem Zuschauer da die Fantasie gönnen. So, zack, zack. Charakter wird erstellt. Ich glaube, ich bin zufrieden mit allem. Ja, ja, sehr viel Hof, muss ich noch umbenennen das Ganze. Samiria, passt. Bearbeiten, bestätigen. So. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked. Across the ghost fence, wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Ladebildschirm. So,
Jetzt kann ich Samira einladen, hopefully. Wo ist sie denn? Da ist sie, ja. Ach, guck einer an. Der Chris ist auch gerade online und spielt auch gerade Conan. Das ist ja interessant. Vielleicht kann man den auch mal später ein Spiel einbinden. Ihr wisst schon, der Chris von Seven Days to Die, ne? Der Sklave, der Gute. Geht so. Nicht. Wie geht nicht? Willst du mich verarschen? Steht da aber. Was steht da? Kein Spielserver, wie letztes Mal. Ah, das gibt's doch nicht. Liebe Leute, wir sehen uns heute mal wieder. Das Problem ist bekannt. Irgendwie müssen wir das Spiel nochmal neu starten. Dann kann sie hoffentlich joinen. Das haben wir schon mal gehabt. Oh Mann! Also bis gleich. So, da wären wir wieder. Ja. Ich bin auch wieder da. Also, endlich. Möglicherweise haben wir die Fehlerquelle gefunden. Wir hatten einfach die Aufnahme ausgemacht und dann kamen sie jetzt rein, komischerweise. Warum auch immer. Also, deckst du die komplett weg? Ob es daran liegt, weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall. Ich habe das Spiel jetzt nochmal außen zugemacht. Das ist egal. Jedenfalls warten wir jetzt noch ein bisschen, bis sie da ist. Solange gucke ich mir mal an, ob ich mir so angucken kann. Ja, schreit er. So, ich also habe per se... Wieder zur Religion von Fleischzubereitung, Kannibalismus, ja? Ja, wenn das wieder dein Ding ist, dann nimm das. Ja, ich glaube, das ist ganz mein Ding. Krass, Mann. So. Die Stimmen sind alle nicht so schön. Ja, das hast du schon mal gesagt in der verloren gegangenen Aufnahme. Apropos, ich finde das ein bisschen merkwürdig hier, dass man in dem Spiel nicht angezeigt bekommt, was man aufnehmen kann und was nicht. Man muss einfach davor gehen und E drücken. Wenn man was nehmen kann, kriegt man es und wenn nicht, dann nicht. Man kann auch nicht so ganz Minecraft-mäßig alles einfach abbauen. Man hat halt diese feste Welt, auf der man bauen kann, aber man kann eben nichts kaputt machen, soweit ich das sagen kann. Aber groß was vom Spiel gesehen oder erlebt, habe ich auch noch nichts. Also ich kann auch noch gar nicht sagen, wie es wirklich ist, das Spiel letztendlich. Ich hoffe geil und mal gucken. Oh, Pflanzenfaser genommen, jawoll. Stirb, Busch. Pflanzenfaser, Pflanzen, Pflanzenfaser. Zack, 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 zack. Yeah. Kopfoption, oh Mann, das ist eine ganze Menge. Was machst du? Kopfoptionen. Ja, mach dir einen Kopf. Quasi. Ich glaub, guck so lange mal eben in das Altar rein. Sehr maskulin. So, ich bin ja bereits Level 2, warum auch immer. Und ich gebe mal schon mal XP aus in Stärke und Vitalität, weil ich bin ja typischer Kriegertyp. Zack. So, 1 Million Sachen, die man hier machen kann. Talente. Verfügbar 1, ausgegeben 0. Ich kann ja noch Talente lernen, okay. 5000? 50? Was? Wenn man da jetzt noch so durchsehen würde, wäre das natürlich gut. Also diese Dinge erfordern offenbar Vorwissen. Oh Mann, also dich da reinzufuchsen wird ja ätzend. Bau, Dekoration, Überleben. Ich habe ja keine Beschreibung hierfür. Offene Haare oder mit Zopf? Na offen! Was für eine Frage. Aber mit Zopf sieht auch gut aus. Ja, dann nimm mit Zopf, meine Güte. Ach, das ist ja wohl nicht wahr. Das Problem, was, glaube ich, nur Frauen haben bei der Charaktererstellung. Wahrscheinlich. Wieso Probleme? Ach so, ich muss hier... Ach so. Ich habe die Grünen schon. Aha. Ich muss die anderen freischalten. Verstehe, verstehe. Weil ich Langhaare. Holzkiste freischalten. Ach nee. Sieht so mal langweilig aus. Oh Mann. Also hier jetzt mal reinkommen, das wird natürlich eine Weile dauern. So, aha, aha. Attributspunkte, krass. Ich bekomme Durst, wie ich gerade sehe. Nicht sehr schön. Kapitel 1 bis Kapitel 10. Weiß nicht, ob das jetzt eine Story ist oder eine Art Leitfaden, wie in 7 Days to Die das Intro, was es seit einigen Versionen gibt. Oh, ich brauche einen Clan. Wie nennen wir unseren Clan? Wir brauchen einen Clan. Einen ganz tollen Clan. Clan-Namen. Weiß nicht, man kann es machen. Ich will es machen. Bringt wahrscheinlich wenig hier auf dem Server, der privat zu zweit ist, aber ist ja egal. Ach, können wir uns später noch überlegen. Ist egal. Jetzt, Der Panda-Clan. Der Panda-Clan. Ja klar, weil der Panda ja auch in Konen. Ja, so sicher. Ich bin der Panda-Clan. Okay, warte. Einhorn. Okay, wir fragen später nochmal, wenn wir eine bessere Idee haben. Und wir fragen nicht dich. So. Ah, mir liegt ja noch was. Guck mal an. So. Reise. Sind die Augen braun? Hey!
Das Lustige ist ja, vor Anfang der Aufnahme meinte sie, ich weiß ja ganz genau, was ich jetzt haben will. Wir haben es schon mal gemacht. Was ist? Sie sitzt doch wieder ewig davor. Nee. Ich war nicht bei Kopfform angelangt letztes Mal. Da wurden unterbrochen. Aha. Ich kann ein bisschen zoomen. Oh, ich kann in die Eco-Perspektive gehen. Oh ja. Zack. Oh, was? Hä? Ich bin gerade schwer Level ab. Ich weiß, aber ich habe nur eine Rolle gemacht. Was ist denn los mit euch? Gar keine Augenbrauen. Wow, Ausdauer ist alle. Genau, nimm keine Augenbrauen. Voll gut. Du musst dich echt beeilen. Ich verdurste. Was, echt? Oh, naja, mein Durst ist quasi im unteren Viertel. Fünftel vielleicht sogar schon. Warte. Ich hab nichts. Ach, das ist auch schon. Ach so. Ach, das ist auch, ja, so. Warte mal. Ah, ich hab einen Schlauch. Warte kurz. Ich hab einen Schlauch. Nutz mal. Ja, ich hab getrunken. Ist da was drin im Schlauch? Sehr gut. Es ist nur das Hungerproblem, das ich noch habe. Was ich momentan nicht. Vor alleine lösen scheint. So, komm ich rein, okay. Und die essen. Einfach Zutat. Brennendes Papier, bla bla. Hast du dir die Augenschatten mal genau angeguckt? Da wäre was für dich dabei gewesen. Ja, ich hab doch Schatten. Kriegsbemalung. Alles ja, gemacht. Kann verschiedene einstellen. Ey, ich hab 5 oder 6 gehabt. Das war jetzt nicht so viel. Mhm. Ach, guck mal, da war ja noch was. The very boundaries of civilization. Beyond the passage of our highways. Bei der Lippenfarbe verändert sich bei mir gar nichts. Lippenfarbe kann ich bei mir gar nicht machen. Gemeinheit. Ach, jetzt. Schwarz. Oh Mann, ich wär's auf. Ich glaube, ich das nicht machen. Hey, geil. Kann ich auch mal lächeln? Meine guckt ganz böse. Nee, Mund kann man irgendwie nicht verändern, komischerweise. Haben wir es nicht gesehen. Das Ding ist ja, man kann sich jetzt halt einen neuen Charakter erstellen, aber dann muss man halt den aktuellen wieder löschen. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber es geht tendenziell. Na, bist du fertig? Gleich. Ich beeile mich schon. Ich mag meine Haare. Sehen sehr gut aus. Die Haare, die ich trage, sahen im Charakter-Ether ein bisschen strähniger, ein bisschen blöder aus. Aber hier im Spiel sehen sie sehr geil aus. Von hinten jedenfalls. Von vorne weiß ich nicht. Gesichtsdetails. Kiefer, Ohren, Mund, Nase, Wangen. Oh mein Gott. Das gleiche am letzten Mal. Hat dir nichts verändert. Das war ich jetzt noch nicht. Wir hatten schon gekämpft am letzten Mal. Du warst fertig mit dem Charakter. Ich will nur gucken, dass so, das war... Nicht vergessen, das war ja ein Testcharakter gewesen. Okay, nee, hast recht. Das kommt schon hin. Interagieren, was? Dann verdurst ich mal weiter. Was soll's? Ich beeile mich. Mein Rest ist ja eigentlich in Ordnung. Ja, finde ich auch. Aber sie lächelt nicht. Ich hätte gerne, dass sie lächelt. Also ich konnte meinen Mund nicht verändern. Da habe ich nichts gesehen für. Ich erkenne nur die Dicke der Lippen. Ohren, Winkel, Größe sehe ich gar nicht. Augengröße, ja, Blubschaugen. Bam. Abstand, yeah. Winkel. Bam. Ich verprügel die Luft, weil mir so langweilig ist. Ein Tritt. Oh, das war eine Rolle. Die grünen Augen sieht man gar nicht. Schau. Meine braunen Augen haben wir ja auch kaum erkannt. Das war aber auf... Blauer so gewesen ursprünglich und ich habe da keine Veränderung gesehen, so wirklich. Nun ja. Die blaue Augen auch nicht schlecht. Ich bleibe bei sowas ja gerne am Original, welches da ich wäre. Schwer neun. Ach, die Körpergröße. Ja, siehst du, ich meine, der Regler ist neu. Beim letzten Mal habe ich den nicht gesehen. Halt mich da nicht als Original. Manchmal so groß wie im Original, das ist cool. Ja, was hier so? Nee. Oh, ich schrumpfe. Ja, ich schrumpfe. Ja, so klein bin ich dann. was ist so? Ach komm, Modelmaße. Einmal im Leben muss man Modelmaße haben. Nacktheit. Ich hab Modelmaße. Teilweise. Oh, das ist teilweise. Bist du auf Vollnacktheit gegangen? Nein. Ich weiß, was da passiert. Und ich hatte keine Lust zu zensieren. Okay, ich habe jetzt nur einmal auf teilweise geklickt. Statur. Also dick wird's nicht, es wird nur irgendwie runzelig am Bauch. Runzelig. Ja, aber Bauch. Nicht dick. Runzelig am Bauch, sagt sie. Oh Mann, ich guck mir gerade die ganzen Talente an. Man schaltet da ewig viele Sachen frei noch später. Brustgröße. Ja. Ja. Bei mir kann ich eben das Gehänge dann verändern, aber. Ja. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ja, ein bisschen schon, aber halt wenig. Das sieht doch merkwürdig aus. So. Kann man sich ducken irgendwie? Ist schon cool. Ah, mit C. Haben wir jetzt alles durch? Ja, ja. Frag, da wird Kohle gestellt. Kletter, kletter. Kletter, kletter, kletter. Hier hängt Samira Luna. Das klingt nach einem Game Over. Wegen Folgeverbrechen verurteilt. Verführung der Jugend, Manipulation. Der Jugend oder der Juden? Ich hab echt ein bisschen irgendwie Juden. Ja, es tut mir leid, ich hab noch die Zunge gebissen. Ja, also sowohl Samira als auch ich sind heute ein bisschen sprachbehindert. Ja, also ich habe irgendwie ein bisschen Halskratzen, sie hat ideale Aufnahmebedingungen auf jeden Fall. Mhm. Ach man. Nein, Verführung der Jugend. Jugend. Manipulation von Gladiatorenkämpfen. Singen unzüchtiger Balladen. Na. So siehst du aus. Jetzt komm ran hier, Mann, das ist aber nicht wahr. Ja, bestätigen, ja. Ich guck immer noch so böse. Das ist nicht... So. Ja. Das Video überspringen wir danach, ja? Das habe ich auch gemacht. Das kann man nachher nochmal reinschneiden. Psst, hat keiner gehört. Unprofessionell. Okay. Hallo? Wow, hast du lange Haare. Geil, oder? Boah. Boah, hast du riesigen Vorbau. Was? So schlimm? Ich habe nicht das Maximale genommen. Wir müssen irgendwo hin jetzt. Ich muss hier... Guck mal, die Steine kannst du aufheben, die ganz kleinen zum Beispiel. Nur so als Randinfo. Ich muss erstmal hier was springen. Ja, springen ist gut. Warte, spring nochmal. Spring nochmal. Aha, ja, aha. Ja. Ich Stein, kann ich noch werfen? Weiß ich nicht. Inventar machst du mit I auf. Wie halt so das. Hoppala. Weggeschmissen? Achso. Nein, das ist meins. Ich wollte das nicht wegschmeißen. Können wir hier dein Haus machen? Also, erstmal müssen wir die Straße entlang laufen, aber frag mir nicht, wohin und warum, wieso und weshalb. Ja, hier klettern halt. Hä? Okay. Hey, ich will. Es leuchtet hier vorne. Oh. Du hast etwas entdeckt, die schlechte Straße. Achso, das ist ja, das ist quasi die Auftragsbeschreibung, glaube ich, vom Anfang. Klettern, trinken, essen. Okay, warte. Auf die Einzel legen. Mal rüberziehen. Ich kann gerade nicht ins Fantan nehmen. Was? Na, klettern, so. Trinken und essen brauche ich jetzt noch. Und ein Bett oder ein. Eine Bettstatt benutzen? Komm doch mal eben hier rüber. Es liegt hier auf dem Stein, wo ich gerade stehe, irgendwas für dich? Liegt nichts. Ja, hab doch? Was getrunken. Okay. Ich habe was eingesammelt. Und ja, ein gut. Zettel. Hatte ich auch beides gehabt. Okay, das ist offenbar geteilt. Ah, es ist aber dunkel. Hier sind noch andere Sklaven, Banditen und Kannibalen. Ja, ich zum Beispiel. Hüpf. Verbannt aus Ländern. Hüpf. Hüpp! Mann, ich kann nicht mit der. Lenkst mich ab, mach damit. Entschuldigung. Hüpp! Es ist so dunkel. Interagieren. Kann ich mit dir interagieren? Nee. Immer schön E drücken. Irgendwas kannst du vielleicht aufnehmen, wenn du Glück hast. Ich hab noch keine Ahnung. Aber ich glaube, wir können alles gebrauchen, was wir nehmen können. Stein. Wie kann ich auch Dinge herstellen? Das könnte ich herstellen, wenn ich Stöcke hätte. Ach, guck mal an, ich habe ja schon. Ah, ich kann mir Kleidung erstellen, siehst du? Herstellen. Dauert aber lange. Kann ich noch nicht erstellen. Zwirren. Egal. Wo bist du? In die Büsche. ja, verstehe. Erst noch auf Toilette gehen, bevor wir loslaufen. Verstehe das total gut. Boah, ich habe jetzt mein Inventar. Herstellen, abgedichteter Trinkschlauch? Wie geht das denn? Mit den Materialien, die du da unten hast. Die werden dir angezeigt, aber das haben wir ach, noch nicht. Ach da, wenn ich raufgehe. Ja. Ach, guck mal. Jetzt zieh die Sache automatisch an. Das finde ich ja auch voll nett von ihm. Muss ich gar nicht selber machen. Langsam bekomme ich aber doch Hunger. Also in-game. Ja, Moment. Ich habe Samen, ich habe Pflanzenfasern und Steine. Ich habe gerade irgendwo, ich weiß nicht woher, eine Handvoll Insekten mitgenommen. Ob man die essen kann? Da eins habe ich die. Also mit einem Stock könnte ich jetzt schon so eine Fackel machen. Fackel? Achso, ja. Ich habe erstmal auf Waffen geguckt, aber. Eine Handvoll Insekten. Wo ist die Beschreibung dazu? Toll. Du schlägst ab? Nein. Aber da oben fliegt doch ein Vogel. Kann man den halten essen? Den Hunger im Zaun. Ich weiß nicht. Ich komme da jedenfalls nicht ran an die Vögel ohne Werkzeug. Njam. Doch, ich kann sie essen, aber. Bringt quasi nichts. Ah, toll.
Ich muss was Richtiges essen. Ich bin vom Verhungern. Wo ist denn jetzt eigentlich hin? Weiß nicht, der Straße nach, dachte ich immer noch. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Straße? Ja, naja, diesen Stück Steinchen, die da... Okay. Mach mal die Karte mal angucken. Kann ich die irgendwie als Freund hinzufügen? Wie in anderen Spielen? Ich weiß gar nicht. Wo bist du jetzt? Ich sehe dich einfach nicht, das ist das Problem. Also man kann sich, glaube ich, in dem Spiel leicht verlieren. Ich weiß gerade nicht, wie man sich jetzt in Kontakt halten soll, wenn man sich entfernt voneinander. Das muss ich noch rauskriegen. Na, hast du schon was zu Anziehsachen gemacht? Sieht so aus. Nee, doch nicht. Nee, ich habe erst mal geguckt. Ich brauche Äste und Zwirn. Also, ich weiß dieses... Ah, hier liegen Äste rum. Guck gerne an. Einfach die großen Grasbüschel mit E angreifen. Dann geben sie dir auch... Doch, ich stelle mir gerade Schuhe her. Ach, siehste. Steinaxt. Habe ich 5? Nee, erst 3. Boah, ist gleich 4. Ist ja auch doof. Ich brauche nur... Ah, Stecker. Ich bin sicher, ich brauche bald eine Waffe. Dann nutzen wir das doch mal. Ja, Steine und Stock, dann hast du eine Axt, aber... Zum Fällen von Bäumen, zum Abbau von Sandstein. Immer diese hier machen, würde ich sagen. Achso, und Zwirn machst du aus Pflanzenfasern. Ja. Ah, immer wieder schön, sowas neu zu entdecken bei so einem Spiel. Ach, ich bin schon in der Stufe aufgestiegen. Ah, zack, ich habe meine Axt. Ha, ja. Ich glaube, es bringt nichts. Wo ist denn deine Stufe eigentlich? Auch auf I und dann... Attribute, der zweite Reiter von oben. Oh, ich habe schon wieder 3 Punkte zu verteilen, meine Güte. Ah, ich habe da gar keine Ahnung, wo ich die reinhauen soll, die ganzen Punkte. Das ist... Oh. Hab natürlich noch überhaupt keine Ahnung vom Skillsystem und was da jetzt sinnvoll wäre. Achso. Was ist meins? Oh, es ist hell geworden. Schön, ich kann hier was sehen. Zack, zack. So, jetzt nochmal eine Spitzaxt machen. Oh, ich habe wieder Käfer gefunden. Sehr gut. Oh, meine Güte, ich habe so wenig Leben. Wenig Hungerleiste. Ich muss dringend was zum Töten finden. Und Samira steht da rum, seelenruhig. Ich glaub's ja. Ja, nicht. Ich guck gerade meine Punkte an. Ah. Okay, ich kann Steine kaputt machen jetzt. Sehr schön. Yeah. Jetzt mitnehmen? Ich glaube, das war's. Ah, okay. Ich habe gerade Axt und Spitzaxt gemacht. Ach, ich habe einen Stock gefunden. Spitzhacke. Wo bist du jetzt schon wieder? Bist du an mir vorbeigelaufen? Nee, ich bin nicht weiter, wo ich eben war. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier hinten. Das ist echt schlimm, oder? Ja, ich hier. Ich kann laufen, einfach weiterlaufen. Man muss irgendwie... Ich muss links mal stoppen, mal den Stock. Ich kann ja gerade hier auch nirgendwo sehen. Interagieren, Stock. Schwenken. Stock. Ach, Stock. Markierung. Rauszoomen. Stock, Stock, Quatsch, Stock. Alles. 1, 2, 1, 2. Ah. Ach, da bist du ja. Wie kann man sich zusammenschließen? Aber dafür doch einen Clan gründen, um zusammen sich zu sehen. Das wäre natürlich ungünstig, aber... Wahrscheinlich. Also gehe ich mal von außen. Konnte ich auch nicht ansprechen. Warte mal kurz. Hey, du! Hallo. Ich kann nichts machen, nein. Außer zuhauen. Das habe ich jetzt nicht unbedingt vor. Egal. Auf 1 habe ich jetzt 13 Käfer. Und 13 Käfer? Wo hast du die her? Ja, und die Zeit läuft ab. Was machen wir damit? Essen und verderben die. Einfach draufklicken. Auf die 3. Oder wo ist das da drauf? Ist bei dir? Ach, da war ein paar Käfer drin hier. Das hilft ein klein wenig gegen Hunger, aber nicht so geil. Okay. Ja. Muss ich auch was mit der Waffe machen hier? Der Hunger beginnt dich zu schwächen, sagt er mir jetzt. Toll, gerade was sie gegessen. Sauerei hier. Ich habe so das Gefühl, ich werde leicht sterben. Ich brauche 5 Äste, um eine Axt herzustellen? Ja. Ich hätte genau einen Axt. Ich bin hier lang genug rum hier in der Gegend. Ah, ich brauche Insekten, komm schon. Muss hier rumkräuchen irgendwo. Das. Ah, Insekten. 3 Stück. Ah, es hackt ein bisschen gerade. Ich würde sagen, einfach der Straße weitergehen jetzt hier, weil sonst da ist bestimmt irgendwas zu trinken und zu essen am Ende irgendwie. Und wir spielen schon eine halbe Stunde, ja, wir haben noch nichts erreicht, das kann man mal nicht sein. Ich brauche noch einen einzigen. Ah! Upsala. Was bist du denn für einer? Oh. Ich habe gerade einen Gegner gefunden, jetzt aber abgeflogen. Ich brauche einen Ast. Ein Ast? Hier ist ein erster, wo ich. Ah, jetzt kannst du wahrscheinlich gar nicht sehen bei dir. Hm? Offenbar haben wir ja geteilt Bildschirme, was das angeht.
Aha. Kann man den essen? Du bist doch so ein Kadaver-Spezialist. Hier liegt ein Kadaver rum. Warte. Haben wir einen Ast gefunden? Oh, mehr. Oh, hier ist ja gut. Ah! Oh mein Gott. Was ist das für ein Tier? Wo denn? Ach, auch das siehst du? Neben dir gelandet eben direkt. Für mich sehe ich überhaupt nichts. Der war direkt neben dir eben auf dem Stein. Das ist bestimmt gescriptet, weil ich hab, bei mir war er auch da gewesen, als ich ankam, dass er weggeflogen. Das ist wahrscheinlich, dass du es auch sehen kannst, irgendwie. Ich hoffe mal, dass die Gegner für beide zu sehen sind. Hallo. Hallo. Fristin, du bist Kadavermeister. Oh, ich hab Hunger. Essen, essen, essen. Bei mir läuft gerade die Sprachnachricht quasi. Bei mir auch, ja. Ich hab einfach mal dreist dazwischen gequatscht, weil ich habe das Gefühl, es ist nicht so wichtig, was er hier so sagt. Hoffe ich einfach mal. Ja, warum die jetzt, warum er hier liegt, ne? Und was passiert ist. Ja. Wer jetzt interessiert. Meine Güte doch. Ich laufe einfach an die Steinstraße weiter, weil ich muss aber was trinken langsam. Ich kann zwar ein bisschen Käfer sammeln, wenn ich Glück habe, aber trinken gibt's hier noch nicht. Verdursten ist ungeil. Jam, 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 Insekten. Hier muss doch irgendwo Wasser sein! Diese Joggrube. Was? Man kann eine Joggrube herstellen. Aha, komm jetzt die Straße lang gelaufen, Mann! Wir können es später herstellen. Verdursten und verhungern sonst. Verdursten und verhungern, ich sag's dir bloß. Was du passiert? Warum bin ich wieder am Anfang? Hä? Bist du doch gestorben? Hä? Ich bin... Warum bist du da? Ich weiß nicht. Hä? Was ist los? was? Bist du zu mir ran teleportiert worden oder was? Keine Ahnung. Ich weiß, ich bin... Nee, ich bin ein Stück weiter. Wir müssen jetzt weiterlaufen. Hätten jetzt, wo die Brücke ist, will ich hin. Da geht der Weg weiter. In die Richtung. Das ist der Anfang. Nein. Nein, nein. Definitiv nicht. Das sind Palmen. Wo bist du? Ich sammle Pflanzen. Ach da. Meine Güte. Es ist anstrengend. Ich muss dringend rausfinden, wie man einen besser sichtbar machen kann auf der Karte. Ja, bestimmt. Wir gehen klar an, denke ich. Welche Karte? Ich habe nicht mal eine Karte. Ja, auf M halt, ne? Oder generell irgendwie sichtbar machen. Wäre schon gut. Okay. Hier irgendwie sowas wie Kaktussand drin? Aha, Holz und Ast bekomme ich hier. Aber das ist natürlich kein Kaktus mit Wasser. Ah, mein Spiel hakelt gerade ein bisschen. Das ist ja unschön. Hallo? Was zu trinken? Wo bist du? Da, hab einen Baum. Ich pack auch mal was. Ja, muss ich auch mal. Ach, müssen. Oh, ich hab Hunger. Echt? Mir wird langsam schwindelig vor Durst und ich hab Hunger, das sagt er mir gar nicht. Aber ich bin so gut wie tot. Ich sammle gerade nichts auf, ich drück gerade wie blöd aber es passiert einfach nichts. Aha, Käferchen. Ist das Wasser? Ist das Wasser? Ich sehe Wasser! Ich hab Wasser gefunden, ich lauf zum Wasser. Oh, doch, ja, alles gut. Einfach schön zum Wasserlauf. Ich hoffe, ich kann meine Flasche da auffüllen. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie ich durchscrolle. Ich drück die 4, es passiert nichts. Du bist zu weit vom Host entfernt. Ah, okay, tatsächlich also. Der warte mal auf mich, wo bist du denn? Ich bin weitergelaufen einfach, ich brauch Wasser. Aber wie hol ich mir das Wasser jetzt? Ah, aufgefüllt. Bei mir läuft sie nämlich immer seitwärts, wenn du zu weit weg bist. Was macht sie jetzt? Ich mach gar nichts. Das ist ja ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ja, das ist doof, ist das? Das kann bestimmt irgendwie ändern, das müssen wir uns mit den Optionen beschäftigen, oder ich mich besser gesagt. Ich hab Eier gefunden, am Boot. Da bist du. Ha, ich hab hier Wasser gefunden. Ich stehe an der Wasserquelle mitten diese am See. Diese Schildkröte, wie süß. Die mache ich tot. Nee, oh Gott, eine ganz große. Ich hab Hunger. Die Schildkröte. Was soll ich machen? So, die Schildkröte, die große oder die kleine? Bist du das dahinter? Stehst du da rum? Ja, ich stehe da rum. Du bist das. Sie ist süß, aber ich hab Hunger. Oh, ey, hinter mir. Aua, was ist das denn? Hau ab. Da hinten ist die große. Hilfe, hier ist ein Typ, der mich angreift. Direkt neben dir. Was? Siehst du den nicht? Aua. Ja, wer bist du denn? Ich bin der Beste von beiden. Aua. Jawohl, genau auf ihn. Jawohl, jawohl, jawohl. Zack. Au. Oh. Ja, ich glaube, der ist tot. Toll. Looten. Oh, jetzt habe ich einen Falschschuss gedrückt. Na toll. Was ist das denn, E3? Okay. Ach, Lebensmittelvergiftung. Na toll. Ach, jetzt habe ich mal draufgeklickt. Menschenfleisch und roh. Hab's gegessen. Mist. Ja, sollte man nicht tun, offensichtlich.
Was bewirkt die Lebensmittelvergiftung jetzt? Ich hab den Kuchen. Ach, hier ist noch einer. Greifst du uns auch an? Zwei sind das sogar, wie es aussieht. Oha, ja, die sind nicht gut zu sprechen. Ah! Oh, drei! Hilfe! Drei, die einer bin ich davon, Mensch! Oh, ah! Hau mich doch nicht! Aua, oh! Ich bin gleich tot durch Kampf! Aua! Ah, ich muss hier weg! Nicht mich hauen, Mann! Entschuldigung! Ich bin der, wo sie die Hof drauf steht. Sehe ich doch hier gar nicht. Echt nicht? Nee. Ah! Ich sehe deinen Namen jetzt, wenn du vor mir stehst. Ach, jetzt! Au, Mist! Nein! Ich bin quasi weg. Noch ein Treffer, ich bin tot, glaube ich. Aua, ich bin tot. Ich bin tot. Bin ich aus dem Spiel raus? Ich habe keine Ahnung. Der ist so stark. Moment. Okay, ich werde zumindest gerespawnt. Das ist unfair. Ach, schaffst du doch locker. So, 5, 4, 3, dann bin ich wieder da im Spiel. Oh Mann. Ja, alle Anfang ist schwer. Ich meine, Seven Days to Die war anfangs auch vergleichbar schwierig mit reinkommen, bis man da wusste, wenn man überlebt. Ich weiß es nicht. Ach, guck einer an. Na toll. Ich bin auch weg. Sind wir zusammen? Aber du hast wenigstens eine Sache noch. Ich habe meine alle verloren. Hab ich alles verloren jetzt? Oh Mann. Mhm. Warte, wo jetzt vorne, wo ist hinten? Vogel? Was ist da hinten? Da ist ein. Ach, der Vogel. Ah, da müssen wir. Da. Nee. Hä? Hm? Ist irgendwie der gleiche Typ hier bei mir, der liegt, aber. Anderer Vogel. Ist das verwirrend? Kann man muss jetzt da lang laufen? Ich glaube schon. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier. Rechts von dir. Ah. Also ich denke, wir müssen dorthin. Dann hinten erkenne ich irgendwas in der Ferne, aber. Es ist irritierend. Aber ich weiß jetzt nicht zu viel Zeit lassen. Wobei, ich kann ein paar Punkte mit Zielfeld gerade so ein. Sollt ihr vielleicht tun. Vitalität und Geschichte. Ich habe 5 Punkte zum Verteilen, die kommen. Zack, zack. Auch eine Stärke reinhauen gleich mal. Fühlt sich gerade wichtig an, Stärke zu haben. Bist du irgendwo in meiner Nähe? Ich bin schon wieder weg. Als ich in der Nähe bin. Das ist ja total bescheuert. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Warte mal kurz, ich habe hier eine Serveroption. Ah, zack. Gut, warum gut nicht denn? Ich sterbe gleich. Sandstürmer, machst du mal langes? Distanz. Nee. Tag-Nacht-Zyklus. Irgendwo im Spiel. Überleben. Das Gefühl kenne ich total gut. Verdammt, was ist denn. Also ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Ich habe gerade nichts gefunden, gerade kurz überflug. Ich stehe neben die beiden Säulen, aber ich weiß nicht, wo. Ach, die beiden Säulen, ja, genau. Lebensmittelvergiftung und Tod. Was hast du gegessen? Menschenfleisch hatte ich noch drin. Ach, ich glaube doch nicht. Ach, verdammt, ich laufe doch in die falsche Richtung hier. Oh nein. Ich muss da mal dahin, zum Anfang. Ich hoffe, da fehlt mir mal eine Schlauchflasche zum. Hallo. Hm? Hast jetzt auch nichts mehr, ne? Nee. Mhm. Warte. Was ist denn hier? Ach, was zum Teufel? Guck mal auf die Karte. Mal, drück mal M. Wir sind ja ganz woanders als am Anfang. Komplett woanders sind wir gerade. Ja. Ich kenne Unterschied. Also da ganz rechts, also was heißt ganz rechts, in der Mitte rechts unten, habe ich bei mir jetzt Spieler und ganz weit links davon ist die schlechte Straße, wo wir angefangen haben zu spielen. Also es ist ein ganzes Stück weit weg vom originalen Spawnpunkt. Ich bin genau an der schlechten Straße dran. Okay. Der dann Tod, stimmt mein Spruch nicht. Ist über mir und ganz links ist, also es gibt drei schlechte Straßen. Ach, guck gerne an. Zerstörte Brücke. Irritierend. Auf mehrere Spawns hier, na gut. Dann laufe ich trotzdem mal zurück, weil wir ja doch richtig hier. Ich brauche meinen Wasserschlauch zurück. Ohne schlechte Karten gleich, wenn ich kein Trinken mehr habe. Man sieht nicht, welche Richtung man so richtig, ne? Das ist nee, ich könnte so eine Mini-Web gebrauchen, das wäre ganz nett. Ach jetzt. Aber auch dir. Hilf mir ohne mich. Ja, ich gehe dann weg auf dem Spiel. Na, du kommst doch jetzt. Du musst fix zu mir. Hier ist nämlich Wasser. Das ist ja relevant. Das brauchen wir ja. Nimm mit. Nimm mit. Ich nehme das nicht mit. Kannst du was nehmen, was da bei dir liegt? Nein. Na toll. Ja, dann.
müssen wir uns Kadaver looten. Wo auch immer die sind. Also bei mir weiß ich es ja, bei dir habe ich keine Ahnung. Aber kann man sich dann so eine Art Kiste herstellen? Ja, eine Kiste habe ich gesehen bei Talente. Muss aber erstmal einen Talentpunkt ausgeben, um die herstellen zu können. Ja, finde ich so, dass man sich jedes Mal von vorne anfangen muss. Ja, davon gehe ich aus. Auch mal hier. Ach, da kommt ja einiges zusammen. Lagerfeuer, handgefertigt. Oh Mann, da ist er mal durchsehen hier. Zack. Yeah. Ich kann jetzt ein Steinschwert herstellen. Freudenhaus. Oh, das kann ich auch herstellen. Sehr schön, 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 schön. So. Ich habe schon so viele Sachen, die ich machen kann. Ich kann es echt nicht aufnehmen. Schade. Oh, noch zwei davon. Ist auch sehr irritierend, wie gesagt, so am Anfang. Dann leite mich mal zu deinem Kadaver, so von der Karte, weil da müssen wir ja zuerst hin. Der ist wahrscheinlich dichter als meiner, für die Wasserflasche. Was markieren? Der wäre schon gut. Guck doch mal auf die Karte. Siehst du jetzt irgendwie bei mir eine Markierung im Norden? So ein Totenschädel habe ich halt hingesetzt. Nö, sieht sie nicht. Na toll. Weil sonst. Oh, falle ich gerade um, ist ja witzig. Was? Was? Ich habe mich gerade umfallen gesehen hier oben. Oh Mann, ich habe gar nichts gesehen. Zum Glück hast du ja auch ein Video. Ja, ich das noch? Das Sache. Ew. Ew. Ew, ich bin schon verwegst. Das ist so grün hier. Oh, ich will alles looten von dir. Ich lass dir das mal. Eins. Ja, ja. Oh, jetzt kann ich viel Sachen herstellen. Ja, kann ich eben nicht. Na toll. Ich habe keine Steine mitgenommen. Das gibt's doch nicht. Brauche doch alles. Looten, looten, looten. Bis zum Bluten. Ja. Zack, 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 zack. Ich brauche die Steine. Ich brauche die Steine. Spitzhacke. Jawoll. So. Ach, Zwirn brauche ich für die... Da ist ein Schwert. Guck einer an. Dann stelle ich mir mal noch Zwirn. Und dann brauche ich noch drei Zwirn und dann kann ich eine Webphase her. Ich brauche vor allem meine Schwerter, die ich hier herstellen will. Du bist nur jetzt schon wieder. Ach, da. Ich bin auch da, wo ich gestorben bin. Schwert? Wie hast du Schwert hier gemacht? Ich habe Talente ausgeben. Im Talente-Reiter. Da sind bei Waffen halt die Dinger, die noch. Die Orangen kannst du leeren, da kannst du halt investieren. Und die Roten sind noch gesperrt, die kriegst du erst später irgendwann unter bestimmten Bedingungen. Welche habe ich jetzt noch nicht geguckt, keine Ahnung. Bogenschütze kriege. Kistenmacher. Hab ich schon. Ich bin ja so krass. Ein Koch? Ich habe jetzt noch nicht viel gemacht, aber. Vielleicht sollen wir es auch idealerweise aufteilen. Ich habe jetzt Koch gemacht. So. Gut, habe ich noch nicht. Kiste hast oder? Du? Sagst du? Die Kiste habe ich. Ah doch, Koch habe ich auch gemacht. Vergiss es. Kiste habe ich nämlich nicht. Ah, was zum Teufel. Genau, falsch schon gemacht. Voll gut. Ich habe Steinmetzlehrling, ich habe Bogenschütze und ich habe Schwert und eben Koch. Sonst habe ich noch nichts weiter. Rüstungsmacher aus, wäre was für mich. Ja, das kommt mir bekannt vor. Wollen wir erstmal weitergehen? Ich würde gerne irgendwie versuchen, zu meinem Körper zu kommen. Ja. Da müssen wir nur ein ganzes Stück laufen. Ich hätte echt gerne eine Karte. Das wäre unglaublich praktisch. Ich glaube, wir sollten erstmal der Straße folgen. Ist gut. Hier ist keine Straße. Na toll. Einfach da zu den Felsen davor laufen. Das wird schon nicht verkehrt sein. Lalalala. Es ist schon warm. Wow. Wo ist denn das jetzt hier? Von vorhin noch. Alter. Hat ihn geklaut. Alter, sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Ich bin hier so nackig mit nichts und überhaupt nichts. So, erstmal Insekten fressen. Niam, niam, niam. Es ist echt schwierig, in das Spiel reinzukommen. Mensch, Mensch. Bist du noch da? Ja. Karte. Och, du Kacke. Ja gut, wir haben noch einen Weg vor uns, wenn ich meinen Körper haben möchte. Wobei, ich kann mir so eine Wasserflasche ja auch herstellen. So ist ja nicht. Ich brauche noch Material.
Dann muss ich mich zwangsläufig looten, meinen eigenen Körper, wobei dafür viele Sachen. Aua! Autsch! Wieso? Warum? Was habe ich dir getan? Auf Holz. Deswegen haust du mich? Ich bestehe aus Blut und Knochen, nicht aus Holz. Au. Ich brauche 20 Steine, oh Mann. Dann kann ich Schwerter herstellen. Was machen wir jetzt? Ja, zum Wasser laufen. Hatte ich ja theoretisch schon gefunden. Läuft darum wie so ein Höhlenmensch. Ja. So geduckt irgendwie. Ja, wegen Angriffsposition noch immer. Sag einfach mal dem Grünen folgen, irgendwo ist doch schon Wasser in der Nähe. Aber ich mache jetzt erstmal ein Schwert für mich. Zack. Und für mich nicht? Nee. Ja, noch habe ich es ja nicht. Die Menge an Steinen. Ich kann dir auch Steine geben. Dann gib mir Steine! Was da kriegst du auch Schwert. Ich bin. Wo bist du dann? Da. Oh, ach da, hallihallo. So, oh, ich hab Hunger, Durst. Ich hab Durst, ich muss was trinken. Moment, warte mal kurz, hier mach ich eine Wasserflasche. Ach, mit Tierhaut. Gut, die habe ich noch gar nicht. Oh, warte, ich schmeiß mal kurz Steine raus, noch nie. Ja, weißt du wie? Ablegen. Ah, weiß ich. Gut, dann fehlen jetzt noch vier. Ich bin kein Höhlenmensch, ne? Das ist eine Höhle. Oh. Aha, bist kein Höhlenmensch, das ist top Timing, echt. Ah, diese Schildkröte. Ah! Hast du Hunger? Das ist keine Schildkröte, das ist. Oh, Alter, ich hab gerade ganz wenig FPS. Ich glaube, es den greift einen noch an, aber. Könnt ihr einfach versuchen. Au. 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 Oha, der oha. Bäumt sich auf. Au. Oh, ich habe gerade massiv Performance-Einbrüche. Du greifst an. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen davon. Geilo. Ein Feind verkrüppeln. Ja, voller Fortschritt. Ah! Einen schweren Finisher mit der Waffe ausrüsten. Ausführen. Kadaver, der ist tot, jawoll. Okay. Hey, wo ist denn der Kadaver? Ich hab ihn klein gemackelt, wir haben drei Fleisch davon gekriegt. Ah, sehr gut. Ich habe irgendwie einen Riesenassel gerade gegessen und gefangen vorher, auch sehr schön. Kann ich jetzt ein Schwert machen? Nee, noch vier Steine, die fehlen. Hatte der keine Tierhaut dabei? Ich meine, gut, das war eher ein Reptil als ein Tier. Also, aber... Ah, Eier. Ja, einmal, eine Tierhaut habe ich. Wir brauchen fünf für eine Wasserflasche. So, ich habe Minischildkröte getötet. Tut mir leid, aber muss sein. Wie hast du denn da von dem Ding jetzt den Körper kaputt gemacht? Na, draufschlagen. Ah, meiner markiert den gar nicht richtig. Okay. Oder mit Fäusten draufschlagen. Warte, ich war gar kein Fleisch. War aber zu klein. Oh, guck mal, da vorne sind aber, ganz viele. Der kleine gab aber zwei Maxi-Haut jetzt. Guck mal da vorne. Ach, nö. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ich sterbe wieder, das schaffen wir nicht. Ich habe ein Schwert. Warte kurz. Sure, ich ja nicht. Ach. Einen hole ich mir. Einen hole ich mir. Ja, dann kommen alle angelaufen, ist eine Gruppe. Nein, nein. Ha, ja. Oh, was? Er kommt zu dir gelaufen. Ah. Voll gut. Ich greife ihn an, der geht auf dich los. Oh. Ah, jetzt kommt. Oh, jetzt kommen echt alle auf. Lauf, lauf. Lauf. Wohin? Ich weiß nicht, irgendwo hin. Oh, die haben wenig Leben. Die haben ganz wenig Leben. Zack. Zack. Ich habe schon zwei gekillt und du? Ein. Immerhin. Wir Tier und mal zwei. Was, war ein Tier? Naja, ein Mensch war es jedenfalls nicht. Sah also war so ähnlich aus. Ah, neuer gespawnt. Was? Ein aufgeploppter Typ. Zack, zack, zack. Na gut, ich bin Lockvogel, du machst die platt. Ja, gefällt mir. Trotzdem habe ich langsam Durst und ich hab... Ja. Oh! Ach, ja, ich habe aus dem gerade R gedrückt gehalten. Warte mal kurz. Ja? Grüßen, abbrechen, entspannen. Ach, da kann man bloß irgendwelche. Ah, so eine Chat-Geste. Chill ist völlig ausgedörrt. Ah, okay, es war. Link bringt nicht viel. Haha, wie geil. Ja, bitte? Warte mal, guck mal zu mir. Warte. Ja, ja, das habe ich auch gerade gemacht. Guck mal, da habe ich ja so ein Mini-Vieh. Schön grüßen, Salat. Kann salutieren, ja klar. Was? Aber ich hab Durst. Was ist denn hier, wo Wasser ist? Gleich rechts von uns. Ich sehe kein Wasser hier. Auf der Karte. Achso. Ah, einfach geradeaus weiterlaufen. Gut. Ah, du bist schon auf dem Weg. Ja, dann. Leider kann ich nur kein Wasser trinken und eine Wasserflasche. Da musst du mal teilen, dein Ding, was du hast. Kein Problem. Keine Ausdauer mehr. Ja, danke. Und wie fülle ich die jetzt wieder auf? Einfach rein ins Wasser und dann die Taste drücken, auf der die liegt. So ging das bei mir. Die liegt ja gar nicht eben unten in meinen Dings. Dann macht er. Ui!
Mein Durst ist gerade gesunken. Kommt fast der Trunk raus? Ach, man kann einfach E drücken und ins Wasser. Da hat man auch den Durst. Da trinkt man automatisch. Das ist auch nicht verkehrt. Braucht man keine Wasserflasche. Trotzdem auffüllen. Ja, ja, sicher. So. Hä? Ich habe jetzt einmal Tier. Ich habe schon mehr davon. Sauerei. Aha, sieht er voll. Cool. Ah, frag. Das Fleisch müssen wir zubereiten, sonst ist es auch bald. Davon gehe ich aus, geworden. Ja. Warte, ich war ganz mal kurz. Option. Ich. Feuerstelle, warte mal. Mittel. 12 Steine brauche ich. Jetzt noch sammle ich das Fix und brauche ich das Fix lang. Oh, es ist aber ganz schön pixelig geworden hier. Also meine FPS wollen gerade nicht so richtig. Ich muss gerade die Grafik ein bisschen runterschrauben, aber. Ah, scheint nicht zu helfen. Aber von diesem Performance-Problemchen habe ich schon gelesen bei Conan. Ah ja, gut. Hilft wohl nix. Hä? Geht nicht. Ah, jetzt. Ach, siehst du hier. Vernünftige Zahl von Stein. Ich stell dir mal ein Schwertchen her. Oder zwei. Ach nee, ich brauch Zwirn dafür. Oh. Erst brauch ich Zwirn. Zwirn. Wo ist denn Zwirn? Verdammt! Das ist Zwirn. Aber weißt du was? Was denn? Ich sehe gerade. Ja. Ich sehe gerade, wir haben schon. Alter. 40 Spielminuten hinter uns und ein bisschen mehr. Das sollte für die erste Folge eigentlich reichen. Okay, mache ich vielleicht später, ja? Ja. Okay. So. Liebe Leute, dann würde ich sagen, für diese Folge war's das. Mal gucken, wie, wann, wo wir weiterspielen in der Nacht und überhaupt sowieso. Spiel macht für mich einen guten Eindruck, muss ich sagen. Doch, ich finde auch. Doch, das macht Spaß. Nur naja, Performance bei mir ist nicht so geil, aber wahrscheinlich wegen Host. Das ist halt, naja, so ein Problem des Spiels, weil ich das auch gelesen habe im Vorfeld. Aber naja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Wir werden bestimmt noch eine Weile dranbleiben und dann gehabt euch wohl. Ciao. Ciao. Wo bleibst du hier? Ich fresse hier. Aua. Hey. Aha. Mega Schlag, jetzt was los? Ja, rechts ist halt starker Schlag und links ist normaler Schlag. Hat sich weggedrescht. Boah. Ah ja. Knappe Sache. Hüpf. Ich sehe meine Leben nicht, das ist voll doof. Ich sehe bloß deine Leben, weil meine Zahl da oben steht. Aber es knappt mit mir. Du bist tot. Bleibst du hier? Bleibst du hier? Komm her, du kannst doch weg. Tritt! Oh, verdammt. Da komm es ab. Knapp. Oh, der ist da rollt er. Da rollt er weg. Da rollt er weg. Der Kopf. Hallo. Bettrolle. Hier ist eine Bettrolle. Ist das doof? 16, 14, 100. Guck mal, auf den Kopf. Nein. Der rollt immer noch hier rum.